Willkommen Leute zur nächsten Hexit-Folge. Ja, wie immer gehen wir erstmal hier drauf und ja, ich starte übrigens immer noch im Server-Screen, weil ich ja dann machen kann hier mit der Aufnahme mit Fraps, weil sonst geht das ja hier immer mit den komischen roten Streifen los. Und so kann ich das einfach ganz einfach umgehen. Mir ist schon klar, dass ich eigentlich den Startscreen nicht unbedingt mit drauf haben muss. Denn irgendwann wurden ja auch hier offscreen Sachen eingeführt, dass man das machen darf. Aber ja, ich mache es eben immer noch so. Und ja, nur so am Rande mal. Und ja, ansonsten habe ich mir eigentlich gar keinen Plan für heute gemacht für die Folge. Ich wollte einfach nur mal gucken, ja, was vielleicht so passiert ist. Streetmaster hat jetzt einen Keller irgendwie angefangen, ne? Und ja, da hat er anscheinend jetzt auch schon eingerichtet. Ich weiß es gar nicht, ich kann ja gleich mal gucken. Als wollte ich vielleicht jetzt erstmal noch in der Stadt rumgucken. Ah, da hier. Das Haus kann aber auch mal weg, ne? Das ist ja irgendwie ein bisschen unnötig. Und läuft meine Schmiede da gerade? Sieht so aus, hä? Nee. Ist nur noch molten Zeug drin. Ja, müsste ich vielleicht mal irgendwann ausräumen. Lol, ach so, ich dachte, das ist ein fehlender Block. Ja, und das hier ist jetzt auch leer schon seit einiger Zeit. Ja, ansonsten könnte ich natürlich mal gucken wegen den Feldern, dass ich das mal mache. Ja, aber die Stadt verschönern ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Wie zum Beispiel auch sowas hier. Das wäre mal wichtig. Und hier, ja, komm, das kann ich eigentlich mal wegreißen. Braucht man nicht unbedingt. Komische Lampe hier. Wenn die schon schwebt, hat die dann auch keinen Sinn mehr. So, und hier, das würde ich eigentlich gerne auch mal anders machen. Indem ich irgendwie einen... Oh, lol, Eisen. Ja, geil, einfach mal so. Aber hier würde ich dann halt auch irgendwie so ein Dach drüber bauen, ein richtiges und nicht so ein komisches. Hm. So, warte mal. Ich baue mal hier das Schneezeug ab, damit das hier gut aussieht. Oder damit ich mal die Grenzen sehe. Und dann könnte ich nämlich ja auch so ein Holzding hinmachen. Da würde es auch nicht mehr draufschneiden, ne? Da hätten wir keine Probleme mehr. Im Endeffekt. Und ja. Vielleicht fange ich das einfach mal an. Mache ich das mal so. Reicht das? Glaub nicht. Aber ich kann ja auch aus Slabs bauen. Ich denke mal, das wäre besser. Da haben wir auf jeden Fall nicht so eine Rohstoffverschwendung, sag ich mal. Und hier ist Gravel. Warum ist denn hier Gravel? Und warum ist der Brunnen eingefroren? Hey, wie kann das da unten einfrieren, wenn hier was drüber ist? Naja, keine Ahnung. Muss schon länger her sein. So, hier waren ja auch noch Vorfahren da. Also bevor ich kam. Und Streetmaster, da kamen ja schon irgendwelche anderen Spieler hier. Irgendwie Sorn, Vorfahr, Attack oder wie die hießen. Ja. So, ah, die haben ja dann irgendwie aufgehört. Leute, wieso habe ich denn den Stone? Habe ich hier Behutsamkeit? Hä? Ach so, nee, den hatte ich so, okay. Ich dachte, das ist der Stone, den ich da gerade abgebaut habe. Hätte ich mich auch gewundert. Okay, den Rucksack wollte ich mal wegpacken. Ach nee. Hä, ich dachte, das hält da drin. Ach, das ist ja dumm. Na toll, da bringt mir da gar nichts. Wozu ist denn ein Rucksack da? So, komm, alles was geht. Am besten da rein. So, das auch noch. Und dann bleibt er einfach da an der Ecke stehen. Und ja, ich guck mal hier. R. Das runter. Ich muss auch mal hier meine Seeds und so rausräumen, ne? Hier zum Beispiel. Ah ja, Slabs wollte ich machen. So. Ja, craft hier einfach mal alles durch. Passt schon. Essen brauche ich auch nicht doppelt in der Leiste. Und ja, dann gehe ich mal dahin. So. Ich glaube, ich werde auch gerade ein bisschen krank. Das ist nicht so schön, weil ich kann es eigentlich nie gebrauchen, krank zu sein. Und, naja, keine Ahnung wieso. Ich glaube, jetzt kehrt auch wieder so ein bisschen Ruhe ein bei mir und da merkt man sofort, wie man krank wird. Ja. Hm. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich erfahren habe, dass ich nächste Woche keinen Nachmittagsunterricht habe. Weil wir Klausur schreiben. Ja, und keine Ahnung. Eigentlich schreiben wir Klausuren und das ist ja eigentlich
Was, wo man dann ja noch mehr Stress hat, aber irgendwie geht es dann auch. Also ich weiß nicht, ich habe versucht, den Unterricht zu nutzen, um dafür mich vorzubereiten und sicher werde ich mir da auch was angucken dazu. Aber irgendwie muss ich nicht mehr so viel dafür lernen, habe ich das Gefühl. Kann natürlich sein, dass dann im letzten Moment ich feststelle, oh Scheiße, ich muss doch was machen, aber zurzeit zumindest nicht. Und vielleicht kommt es mir deshalb so vor, als hätte ich jetzt irgendwie da erstmal wenig zu tun. Und da sagt der Körper gleich, ja komm, da können wir mal krank werden. Das ist natürlich immer schön. Naja, ich weiß auch nicht. Ist wirklich dumm. Aber besser als wenn man Höchstleistungen vollbringen muss. Ja gut, muss ich ja eigentlich. Von daher ist es eigentlich dumm. Aber ich kann ja eh nichts dafür. Vielleicht werde ich auch gar nicht krank. Das wäre natürlich das Beste. Man wird es wahrscheinlich dann auch in den Videos hören. Das ist dann immer nicht so schön. Ich glaube, seit ich Igitz mache, war ich noch nicht einmal krank, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist schon ewig her. Also, ja, so lange jetzt auch noch nicht, aber ich glaube noch nicht, ne? Naja, keine Ahnung. Ich laufe schon wieder nur hin und her, ey. Das ist übelst nervig. Aber ich muss. Ach Mann, ich muss mir Zäune holen. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich hab mir einfach Slaps. Ey, was ist denn los? Hab ich hier Zäune? Hier, komm, ich hole mir zumindest nochmal Holz und eine Workbench. Das kann nicht schaden. Und Fences habe ich einen. Lol. Ah, den brauche ich. Also ich brauche eigentlich nur genau einen. So, aber wenn ich jetzt hier bin, werde ich mir auch noch ein paar mehr Zäune craften. Oh, warte mal. So gehen die ja hier, ne? Genau. So. Zack, und schon wieder bei 7 Minuten, Alter. Wo ist denn die Zeit schon wieder hin? Ach Leute, das sind ja diese Wooden Slab. Hä, warum gibt's die hier? Wie kannst du denn die kriegen? Hä? Lol, die kann man sich doch gar nicht craften. Kann man die irgendwo finden? Ja, bestimmt an solchen Bauwerken. Die aus Mods sind, die seit der 1.3 oder so nicht mehr geupdatet wurden. Und da kann es sein, dass dann noch diese alten IDs von den Wooden Slabs hier eigentlich nur bis zur 1.2.3 oder so oder Punkt 5 gingen, dass die dann noch verwendet werden. Naja. So. Ah ja, hier. Erstmal das. Ach so, da hinten brauchen wir auch noch. Ja, ich will das halt ordentlich haben, wenn ich schon mal mache. So, hier können wir ja noch Erde hin setzen. Zack. Und da, ja, da würde ich dann auch mal. Ja, komm, da mache ich Erde hin. Habe jetzt keinen Cleanstone hier. So. Ah, sieht das gut aus? Ich weiß es nicht. Ich würde hier nochmal eine Reihe hinsetzen und da ist ja eh Schnee drauf, von daher sieht man das nicht. Das ist auch gut. So. Kann man auf jeden Fall so ein bisschen damit arbeiten, dass man im Schneebiom liegt oder wohnt. Da kann ich nämlich hier einfach mal ja, sagen, dass ich die Blöcke nicht. Ach, ihr wisst schon. So, also dass einfach mal Obsidian da sein kann, ne? Zack. Das kommt weg. Wie weit muss ich ihn jetzt hier? Ich glaube bis hier, ne? Oder? So. Und dann da. Ach man. Was haben wir hier? Ach man, das gibt's noch nicht. Ich rede auch gerade schon wieder so wenig. Ey, ich bin jetzt schon wieder so richtig abgedriftet. Sorry, Leute. Mann, oh Mann. Na, ich versuche ja immer ein bisschen durchgehend zu reden, aber gerade war echt so richtig. Also, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gemerkt, aber ich habe mich einfach so richtig Brain AFK gefühlt. Als ob ich so, keine Ahnung. Naja. So, ich pack mal hier das Zeug weg. Ach so, die Schaufel ist ja immer noch gar nicht so schnell. Und ja, ich weiß, ich könnte den Excavator nehmen, aber ich glaube, hier würde der auch nicht so viel bringen. Bei so Einzelblöcken. Deswegen lasse ich den einfach mal. Lol. Als ob das sofort zufriert, ey. Mann, oh Mann.
So, das will ich jetzt wenigstens noch schaffen für diese Folge. Oder nee, komm, ich mache jetzt erstmal die Wasserrillen und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge oder so oder offscreen, wenn ich mal Zeit habe. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da was machen kann. Zurzeit kommen ja auch drei Videos am Tag, wo ich hier gerade aufnehme. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr zu tun. Also es kommt ja noch Minivaro und ja, wenn ihr das Video hier seht, wahrscheinlich nicht mehr. Minivaro wird diesmal nämlich nur sehr kurz. Naja, bisschen schade, aber ist irgendwie so. So, und ich glaube, ich krieg's doch noch fertig. Und ich dachte, es dauert jetzt hier noch irgendwie 3 Minuten. Aber nee. Wie komme ich denn darauf? Na gut, ich muss die Zäune dann noch gleich kurz setzen. Oh, ja, das ist schlau. So. Da haben wir. Ja, wir haben doch alles. Ist doch gut. Dann können wir hier noch ein paar Fackeln hinsetzen, sicherlich. Vielleicht da noch an diese Wasserrillen immer. Und dann hier auf der Höhe. Und wo war das hier? Ja. Und ja, dann hätten wir das auch schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo ich dann ja die weiteren Felder noch mache. Aber das kann sich doch schon mal sehen lassen. Das ist wie so ein kleines Gewächshaus und gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ja, da würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Warte. Die Pfeile noch? Na, hab ich. Ich glaube, ich habe sowieso schon einen, wo die weg sind. Ja, komm, das muss reichen.